Herzlich willkommen zu einem weiteren Video SolidWorks Makroprogrammierung. In diesem Video werde ich euch eine weitere Methode zeigen, wie in einem Dokument der Feature Manager durchsucht werden kann. Dabei wird der Schwerpunkt auf den Baugruppen liegen. Der Anfang dieses Makros ist der übliche Rumpf, den ich jetzt hier schon einmal vorbereitet habe. Wie schon in den vorherigen Videos gezeigt, könnte ich jetzt hier wieder die Features abgreifen, aber das hilft mir nicht bei den Teilen oder Baugruppen. Die Einträge im Feature Manager sind keine Features. Teile und Baugruppen in Baugruppen sind Komponenten. Diese Komponenten haben ein eigenes Interface, womit ich dann etwas damit machen kann. Und genau wie bei den Features mit dem Befehl getFeatures aus Folge 20, gibt es auch einen Befehl für Komponenten. Dieser Befehl ist aber nur in Baugruppen verfügbar. Dementsprechend brauche ich jetzt zuerst eine Variable, um die Baugruppe verfügbar zu haben. Jetzt baue ich mir noch eine Abfrage ein, damit das Makro nur in Baugruppen klappt. Als nächstes muss ich jetzt an die Assembly-Befehle kommen. Aus dem ModelDoc 2 kann ich ja nur allgemein gültige Befehle nutzen. Dazu schreibe ich mein ModelDoc 2 jetzt einfach in die AssemblyDoc-Variable. Damit bekomme ich Zugriff auf die Baugruppenbefehle. Und dann schauen wir jetzt mal in die Hilfe rein. Ich habe jetzt ja Zugriff auf die Assembly. Und hier sieht man, das ist ein eigenes Interface, welches dann Members hat. Und hier finde ich die verschiedenen Properties und Methods. Ich sagte ja vorher schon, bei den Features gab es einen Befehl, gibt einen Befehl. GetFeatures. Und für die Komponenten gibt es im Grunde genau das gleiche. GetComponents. Den schauen wir uns mal an. Und dann sehen wir, holt alle Komponenten der aktiven Konfiguration aus der Baugruppe. Ich muss also lediglich nur den Befehl aufrufen, eine Variable zuweisen und hier noch einen Parameter bestimmen. Top Level Only. Das bedeutet, wenn ich mal hier in den Baum reingucke, dann sehe ich, das hier ist jetzt die Baugruppe, die ich auch geladen habe. Top Level heißt, die direkt unter oder in dieser Datei drin sind. Das wäre also die eine Stufe tiefer eingerückten. Jetzt habe ich ja in dieser Baugruppe hier noch eine weitere Baugruppe. Klappe ich hier mal auf, dann sehe ich, die rückt ja jetzt noch einen tiefer ein. Diese Sachen wären jetzt nicht mehr Top-Level. Dementsprechend, wenn ich Top-Level auf True setze, bekomme ich nur die Sachen raus, die direkt hier drin zu sehen sind. Wenn ich das auf False setze, bekomme ich alles, was hier drin verbaut ist. Zurück bekomme ich dann ein Array of iComponent2. Ganz wichtig, wir müssen jetzt nochmal in der VBA-Syntax reingucken. Denn bei der Deklaration müssen wir darauf achten, dass wir das wählen, was an Datentyp hier steht. Also ich lege mir erstmal noch eine Variable an, damit ich dieses Array speichern kann. Und jetzt speichere ich in dieses Array alle Komponenten.
nicht vergessen, den Parameter noch mit anzugeben. Ich wähle jetzt als erstes einmal True aus, um das jetzt gleich nochmal zu zeigen. So, in diesem Array stecken jetzt alle Komponenten drin. Damit ich jetzt aber auch auf die Komponenten Zugriff bekomme, muss ich diese Komponenten, oder naja, müssen tue ich das eigentlich nicht, aber ich sollte die Komponenten besser noch in den Datentyp schreiben, der sie ja eigentlich sind. Das können wir hier auch nochmal gerade nachgucken. Hier steht ja, ich bekomme ein Array of iComponentToos zurück. Und wenn ich hier mal draufklicke, dann sehe ich, das ist auch wieder ein eigenes Interface. Ja, da geht es also darum, dass nachher auch die IntelliSense anspringt. Also mache ich Folgendes. Ich werde mir jetzt einmal eine Variable anlegen. Damit ich den for each benutzen kann. So. Zugegeben, ich könnte jetzt die Component natürlich auch schon ansprechen. Also zum Beispiel, ich möchte jetzt gerne den Namen haben. Das heißt, ich gehe jetzt hin und sage Component. Das weiß ich jetzt aus dem Kopf. Name 2 heißt der Befehl. So, man sieht, er schreibt Name groß. Also er erkennt da schon etwas. Aber ich hatte jetzt keine IntelliSense zur Verfügung. Ich werde das jetzt einmal gerade ausführen, diesen Code. Und wir sehen, ich bekomme jetzt hier die einzelnen Namen zurückgeliefert. Nicht in der Reihenfolge, wie sie hier drin stehen. Das hatte ich aber auch schon mal gesagt, das schreibt die Hilfe ja auch an mehreren Stellen, dass das nicht unbedingt der Reihenfolge entsprechen muss, wie ich sehe. So, damit ich aber die IntelliSense dann auch gleich nutzen kann, werde ich mir jetzt hier noch hingehen und eine Variable anlegen, die den Datentyp bekommt. Und dann schreibe ich in diese Variable das aktuelle Objekt rein. So, der Vorteil ist jetzt ganz klar, die IntelliSense springt an. Das dient also erstmal nur mir als Mensch. Müssen tue ich das nicht. So, jetzt gucken wir uns das mal hier an. Einmal wegmachen, nochmal starten. Es kommt genau das gleiche raus. Jetzt stelle ich den hier mal um auf False. Und jetzt werden wir sehen, jetzt wird er auch hier reinspringen und wird aus dem F21 noch die ganzen F19 rausholen. Ich lasse das jetzt mal gerade hier so offen stehen, da sieht man das hier am Rand noch so ein bisschen und lasse das jetzt nochmal laufen. Die werden jetzt auch anders dargestellt, damit man das so ein bisschen in der Baugruppenstruktur wiedererkennt. Ja, also das F18-1, das ist dieser hier. Dann der F21-1 ist hier und dann springt er in das F21 rein und holt da die einzelnen Teile raus. Ob das immer so ist, dass er, wenn er eine Baugruppe findet, dann auch in die Baugruppe reinspringt und dort alles holt, kann ich jetzt gar nicht so mal eben beantworten. Habe ich noch nie getestet. Aber jetzt im Moment gerade macht es ja erstmal den Eindruck. Also er holt sich dann jetzt hier den F19.1, den F19.4, 6, 5, 2 und 3. Also auch nicht in der Reihenfolge, wie sie hier stehen. Und zu guter Letzt gibt er noch die F18.2 aus. So, eine Sache ist hierbei jetzt wichtig. Wenn ich die Components hole, dann hat das erstmal nichts mit den Model Docs zu tun. Also, es ist ja so, wenn ich ein Model Doc von einer Datei mir hole,
dann habe ich ja Zugriff auf bestimmte Funktionen. Okay. Wenn ich mir eine Component hole von einem Modell, was hier geladen ist, was ich jetzt ja auch gerade getan habe, dann habe ich hier einen teilweise veränderten Satz an Befehlen, auf die ich Zugriff bekomme. Ich kann aus der Component mir dann auch wieder das ModelDock holen. Das heißt, wenn ich jetzt die Component habe, dann gibt es hier einen Befehl getModelDocTo. Das kann ich dann entsprechend in eine Variable schreiben, die ich als ModelDocTo deklariert habe. Und dann komme ich auch an die Befehle des ModelDocTo heran. Der Unterschied zwischen diesen beiden Interfaces ist jetzt der, eine Component bekomme ich erstmal grundsätzlich immer, auch wenn sie unterdrückt ist. Das kann das ModelDock nicht. Ich werde das hier einmal kurz demonstrieren. Und zwar werde ich jetzt mal dieses F18.1 hier aus dem Baum unterdrücken. So, das ist jetzt weg. Das wäre jetzt nicht mehr sichtbar. Wenn ich jetzt diesen Code hier laufen lasse, dann werden wir aber sehen, dass das F18.1 immer noch gefunden wird. Aber wenn ich jetzt von dem F18.1 versuchen wollen würde, das ModelDock zu bekommen, dann würde das zu einem Fehler führen. Das kann ich jetzt hier auch einmal gerade zeigen. Und zwar gehe ich jetzt hier einmal hin. Ich dimensioniere mir jetzt hier mal eine Variable für das ModelDocTo. Die nenne ich jetzt einfach mal temp ModelDocTo as ModelDocTo. Und jetzt weise ich mal jedes Mal, nachdem ich den Komponentennamen ausgegeben habe, dieser temporären Variable das ModelDock zu. Das heißt also, ich gehe jetzt hier hin, temp md2 gleich sw component, richtig schreiben wir auch noch gut, get ModelDock zu. Jetzt muss ich aber noch mal einmal kurz in die Hilfe reinschauen, was ich alles beachten muss. Auch gar nichts. Ich kann das einfach zuweisen. Nochmal hier reingucken. Ja, das passt. Objekt, also Set nicht davor vergessen. Hier unten würde das jetzt auch drin stehen. Jetzt lesen wir uns das nicht alles durch, sondern ich mache das jetzt einfach mal. Und wenn ich jetzt hingehe und wenn ich ja das ModelDocTo habe, dann habe ich ja die Möglichkeit, dort auch auf einen Namen zurückzugreifen. Also es gab ja auch hier einen Befehl, gerade raussuchen, hier, getPathName zum Beispiel. Damit bekomme ich ja den Pfad und den Namen der Datei. So, jetzt würde ich also hingehen und würde sagen, okay, dann gib mir jetzt mal den Namen aus von meinem temporären ModelDoc2.getPathName. So. Und jetzt gucken wir mal, was jetzt passiert. Wie gesagt, F18.1 ist unterdrückt. Zack. Er haut mir einen Fehler raus. Objektvariable oder withBlockVariable nicht festgelegt. Warum nicht? Ja, weil hier zu dem Zeitpunkt, wo er zu dem F18.1 kommt, den Namen gibt er ja noch aus, aber den Namen hat er aus der Component herausbekommen. Jetzt versuche ich das ModelDocTo zu bekommen, aber es gibt kein ModelDocTo. Das Ding ist ja unterdrückt. Dementsprechend würde an dieser Stelle, wo ich den Befehl aufrufe, hier einfach ein Nothing zurückgegeben werden. Und aus einem Nothing kann ich kein getPathName herausholen. Ich müsste hier jetzt also vorsichtshalber erst noch mal einmal fragen, ob temp md2 auch wirklich irgendwas ist.
So, also wenn ich jetzt hier an der Stelle ein Nothing bekomme, dann gebe ich den Text aus, kein ModelDoc 2 gefunden. Und gleich mal wieder ausprobieren. Zack. Und jetzt sehen wir, bei dem F18 hat er kein ModelDoc 2 gefunden und bei den anderen hat er überall etwas gefunden. Gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann hinterlasst mir ein Abo und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video erscheint. Ansonsten schreibt mir eure konstruktive Kritik in die Kommentare, damit die Videos immer besser werden. Und damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Video.